Hallo zu Set 4476, dem zweiten aus unserer aktuell laufenden Reihe mit Star Wars Sets aus dem Jahr 2003. Für 7 Euro gab es 40 Teile mit 2 Minifiguren und das Ganze heißt Jabba's Price und spielt in Star Wars Episode 6. Wie gesagt, haben wir quasi 3 Minifiguren. Eine ist die in Carbonit eingefrorene Han Solo Minifigur, die natürlich hier nur durch so ein Steinteil dargestellt ist. Dann haben wir einmal den Gamorreanischen Wächter. Das ist quasi so eine wildschweinähnliche Art, die auch ein sehr interessantes Kopfteil hat, die das sehr schön darstellt, finde ich. Und wir haben als letztes Boba Fett, den Kopfgeldjäger, den wir quasi schon aus dem zweiten Star Wars Film kennen, da noch als Kind und später dann eben als eigener Kopfgeldjäger in den Fußstapfen seines Vaters. Bei Lego hat er immer dieses schöne Jetpack hinten dran, mit dem er durch die Gegend fliegen kann und auch eine Rakete abschießen kann. Das Set selber spielt wieder in Jabba's Palast, den wir dann nächste Woche auch sehen werden. Das haben bestimmt schon einige erraten. Farblich passt das ganz gut dazu. Ansonsten ist das von der Innovation wieder her nur einer von 5 Steinen, weil es ist einfach, ja, wie man hier sieht, es ist einfach viel Luft. Es ist die Andeutung eines Raumes, die Figuren passen gerade so da drauf und im Endeffekt ist es auch nur eine einzige Handlung, die man damit darstellen kann. Das wird nächste Woche nochmal ein bisschen schöner, denke ich, wenn man dann alles zusammen sieht, aber so ist es erstmal einfach nicht so spannend. Der Preis, dadurch, dass wir weniger Teile und auch eine Figur weniger haben, im Endeffekt auch ein bisschen höher und die ganze Funktion beschränkt sich genau darauf. Wir können Han Solo quasi abkippen und das war's auch schon. So geht auch leider für dieses Set nur eine Bewertung von 2 von 5 Steinen nach unserem Schema. Nächste Woche aber die Aussicht auf eine Besserung des Ganzen.